Matthias Ekström, Timo Scheider und Frank Stippler heißen die Sieger des fünften Saisonlaufs zur VLN-Langstreckenmeisterschaft 2011. Als das Rennen wegen einsetzender Regenschauer kurz vor Ablauf der vierstündigen Distanz abgebrochen wurde, lag ihr von Phoenix Racing eingesetzter Audi R8 mit gut 3 Minuten Vorsprung in Führung. War nicht unerwartet, weil die Konkurrenz natürlich nicht so stark war, wie sie sonst ist. Aber wir haben eine gute Performance an den Tag gelegt und haben die Sachen nochmal abgeprüft, die wir abprüfen wollten. Von daher war das ein rundum gelungener Samstag. Bis auf Phoenix Racing fehlten alle werksunterstützten Teams aufgrund des anstehenden 24-Stunden-Rennens. So bot sich für die schnellen Amateure in Europas populärster Langstreckenrennserie die Chance auf Podestplätze. Sabine Schmitz im Fricadelli Porsche setzte im Zeittraining die Bestzeit. Erste Pole Position für eine Frau in der VLN. Ja, Gott sei Dank. Ich fahre jetzt auch schon seit 22 Jahren hier mit und das ist jetzt meine erste Pole in der Langstrecke. In der ersten oder zweiten Startreihe habe ich schon öfters geschafft, aber jetzt endlich mal Pole zu fahren, ist schon ein schönes Gefühl. Im Rennen die Profis von Phoenix Racing dann aber zu stark. Schmitz und ihr Partner Klaus Abelen konnten den Speed nicht mitgehen. Ihr zweiter Platz am Ende aber völlig ungefährdet. Und wir mussten noch ein bisschen was ausprobieren, das ist das 24-Stunden-Rennen, ansonsten wären wir normal nicht gefahren. Und dabei den Sonnenerfolg bei rauszufahren, war schon grandios. Also muss ich sagen, top ans Team. Umkämpft vor allem der dritte Platz, wo sich mehrere Teams mit Porsche Cup-Fahrzeugen Hoffnungen auf das Treppchen machten. Am Ende setzten sich Wolfgang Kohler, Frank Krähling und Christian Menzel durch. Auch weil andere Teams mit technischen Problemen zu kämpfen hatten. Bindemittel, los, Bindemittel. Ja, es ist, ich weiß auch nicht so genau, es ist echt gigantisch. Also schon verrückt. Hätte ich niemals für möglich gehalten, dass das mal irgendwann wirklich tatsächlich passieren sollte, könnte. Echt verrückt. Auch wenn es hauptsächlich ein Test für das 24-Stunden-Rennen war, der Sieg für die Phoenix-Truppe wurde für die Ewigkeit festgehalten. Es war ein Sieg, auf den das Audi-Lager lange gewartet hatte und gleichzeitig der fünfte Fahrzeughersteller, der in diesem Jahr in der VLN erfolgreich war. Mehr Markenvielfalt geht nicht.